Ende 12. Jahrhundert, also ganz knapp Ende 12. Jahrhundert, hat Graf Heinrich von Toggenburg, der dortzumal auf der Burg Alt-Toggenburg gewohnt hat, die Ida von Kirchberg bei Ulm geheiratet. Er hat ihr einen Heiratsring geschenkt aus arabischem Gold. Die Ida hat eines schönen Tages ihre schönen Kleider auf der Fensterbank gelegt zum Aussonnen und hat den goldigen Ring dazu hergelegt. Dumm an dem war, dass im heutigen Fischental, wo sehr bewaldet ist, dort mal so sehr viele Raben genistet haben. Einer von diesen Raben ist dummerweise gerade aufgeflogen zu dem Schloss und weil dort auf einer Fensterbank etwas so gefunkelt hat, hat er das natürlich angezogen und er ist hergeflogen und hat den Ring geklaut. Mit dem Ring ist er zurückgeflogen zu seinem Nest und hat den Ring im Nest neben seinen Jungen deponiert. Es ist dann so gekommen, dass einige Tage später die Jäger vom Graf von Toggenburg dort im Wald herumgestöbert sind auf der Suche nach Wild. Und einer der Jäger hat plötzlich die Bäume von den Vögeln so sehr grosse Unruhe bemerkt und ist dem nachgegangen. Er ist dann einmal auf die Tannen aufgestiegen und hat im Nest von den Raben den Ring entdeckt. Hat natürlich nicht lang gemacht und hat sich den in die Hand gesteckt. Und nachher ist er eine Weile mit dem Ring an der Hand umspaziert, bis ein anderer Jäger das entdeckt hat und ihn an Graf verraten hat, die Vermutung geäussert hat, dass der andere Jäger mit der Gräfin geschlafen hat. Der Graf hat natürlich auch nicht lange gefackelt, hat den Jäger zu sich zitiert, hat ihn verhaftet und hat ihn im Schlosshof einen Schwanz von einem Ross hergebunden und das Ross zu der Burg austrieben, den Weg darab. Der Jäger ist natürlich gestorben. Nachher hat er auf seinem Schloss nach seiner Frau suchen. Und als er sie gefunden hat, hat er sie von den Zinnen oben runter 200 Meter tief. Also damals sind das 100 Klafter gsi, ins heutige Fischertal aber gestossen. Die Ida hat das überlebt, fast unverletzt. Hat nachher in einer Höhle gelebt und hat sich von Wurzeln und Beeren und so Sachen ernährt. Jahre später sind wieder die Jäger vom Graf von Toggenburg unterhalb von der Burg im Fischental durch die Welt gestreift, auf der Suche nach Wild. Einer der Hunde hat plötzlich eine Fährte aufgenommen. Die Jäger haben den Hund angetrieben, auf dieser Fährte soll er suchen. Auf jeden Fall sind sie dann mit Hilfe des Hundes auf ein Gebüsch gestossen, wo dahinter die Höhle von der Ida war. Die Ida ist zu der Höhle rausgekommen und hat natürlich gesagt, sie sollen sie in Ruhe lassen. Sie sind dann wieder gegangen und Tage später sind sie mit dem Graf zusammen zurückgekommen zu dieser Höhle. Der Graf von Toggenburg hat sich die Ida zu Füßen gerührt und hat sie gebeten, ihm zu verzeihen. Er probiere alles wieder gut zu machen, es tut ihm wahnsinnig leid. Sie hat aber gesagt, nein, sie käme nicht mehr zurück. Das sei
so schlimm gewesen. Das können sie ihm nicht verzeihen. Und außerdem hat sie in Gott wieder einen Mann, wo ihre treu sei und wo sie beschütze. Sie ist dann auf jeden Fall in Ruhe gelassen worden, hat weiter dort unten gelebt und ist jeden Tag am Morgen von ihrer Einsiedelei runter zum Kloster Fischingen in die grosse Kathedrale beten. Dabei hat er einen Hirsch, der 12 Kerzen auf dem Geweih hatte, auf dem Hin- wie auf dem Rückweg den Weg geleuchtet. In einem von diesen Gebeten in der grossen Kirche in Fischingen hat sie gebeten, er möge ihr doch einen Gefallen tun. Und der wäre, sie würde gerne ein Einsiedelei bauen, also ein Kapelle bauen. Und zwar hinten an Fischingen, das Tal drauf, in Au, unter dem Hörnli. Sie hätte dann können dort ein Einsiedelei bauen und hat dann auch dort gelebt. Ida ist nachher eine von der Schwestern vom Benediktinerinnenkloster auch gebeten worden, ob sie nicht in der Gemeinschaft von diesen Benediktinerinnen leben will. Ida hat das nicht eigentlich wollen, hat dem aber zugestimmt unter der Bedingung, dass sie ihr ganz eigenes Leben führen kann. Benediktinerinnen haben dem zugestimmt und die Bedingung von der Ida war einfach, dass sie in Ruhe gelassen wird, dass niemand ihren ganz persönlichen Raum betritt. Sie haben dann außerhalb vom eigentlichen Wohntrakt von diesen Schwestern eine Zelle angebaut, wo die da drin gelebt hat. Und sie hat aber gegen aussen nur ein Sprechfenster gehabt, wo sie können Kontakt gegen aussen aufnehmen konnte. Der Teufel hat Ida angefangen zu leidwerken und hat ihr am Herd das Essen ausgeleert, wo sie in der Pfanne hatte, und Becher mit ihrem zu trinken, meistens Wasser, ausgeleert. Sie hat dagegen interveniert und hat gebetet und hat dann einen Sarg mit einer Leiche drin herzitiert vor ihr Fenster, wo scheinbar der verstorbene Graf von Toggenburg drin gelegen ist. Und hat dem befohlen, ihr Feuer am Herd wieder anzuzünden. Er ist dann aufgestanden und hat das gemacht und hat das Feuer in seiner Hand angezündet und zu ihr gesagt, da können sie das Feuer aus seiner Hand wieder nehmen. Ab dann hat der Teufel definitiv keine Macht mehr gehabt über die Ida. Die Ida ist nachher in der Klosterkirche von Fischingen vor dem Altar vom heiligen Nikolaus beerdigt worden. Und das ist heute noch eine Pilgerstätte, nicht nur für Marie und Ida, Gläubige, sondern auch vor allem für Jakobs Pilger, die dort ihre Füße können in die Ida-Grotte abstrecken, um sagt, dass wenn man die Füße in die Grotten absteckt, sich die müden Füße besser
oder schneller erholen von den Qualen, von der Pilgerreise.